Julian Schuster. Gestern gab es ein Unentschieden in Nürnberg. War das ein Punkt, mit dem man am Ende zufrieden sein muss, wenn man spät den Ausgleich macht? Ja, ich denke, dem Spielverlauf nach geht es dann in Ordnung mit dem Punkt. Generell denke ich schon, dass das einfach mehr drin war. Wir haben eigentlich sehr gut ins Spiel reingefunden. Hatten jetzt nicht die ganz große Chancen am Anfang, aber trotzdem waren wir sehr präsent und hatten das Spiel eigentlich auch in der Hand. Und natürlich das Gegentor kam aus dem Nichts, natürlich auch sehr umstritten. Ich denke, man muss den Elfmeter nicht pfeifen, aber ja, ist trotzdem einfach dann positiv, dass man eben auch nach harten 120 Minuten Mainz dann eben nochmal zurückkommt und sich dann auch dann eben mit dem Punkt dann auch letztendlich dann zufrieden geben muss. Sie sprechen es an, der Elfmeter war natürlich das Thema nach dem Spiel. Kann man da in der Regelauslegung was dran machen, dass man das da ein bisschen deutlicher einfach ist, oder ist es einfach immer schwierig für einen Schiedsrichter? Ja, ist, denke ich, generell keine einfache Situation, aber dennoch sollte man drüber sprechen, wie man in Zukunft mit solchen Situationen einfach umgeht. Ich denke, es war ganz klar, dass der Cedric hat gar nicht zum Ball geschaut. Er kann eigentlich gar nichts dafür, dass der Ball gegen die Hand geht, zumal es auch noch vom eigenen Spieler kommt. Und ich denke, es war in dieser Situation in keiner Weise irgendwie ein Nachteil für Nürnberg. Daher war es äußerst unglücklich und auch eine Situation, die natürlich nicht jede Woche vorkommt. Aber wichtig war einfach, dass wir es eben schnell angenommen haben, das natürlich abgehakt haben und dann eben nochmal zurückgekommen sind. Es waren jetzt 3 Tage innerhalb von 9 Spielen mit dem Highlight natürlich in Mainz mit den 120 Minuten. Waren die Beine gestern müde? Man hatte nicht den Eindruck. Nee, es war ja ein positives Erlebnis unter der Woche für uns, das natürlich auch ein Stück weit Selbstvertrauen nochmal gegeben hat. Einfach schön, dass wir diesen riesen Erfolg jetzt geschafft haben, ins Halbfinale eingezogen zu sein. Und das hat uns natürlich auch ein Stück weit geholfen. Ich meine, wir haben schon mehreren Spielen bewiesen, dass wir konditionell auf einem sehr hohen Niveau sind, da schon oft eben dann auch Rückstände dann aufgeholt haben oder auch in den letzten Minuten Tore geschossen haben. Und das war gestern auch einfach nochmal wichtig, dass man diese Moral gezeigt hat und einfach nochmal zurückgekommen ist. Heute Abend ist die Auslosung für das Halbfinale. Sie haben einen Wunsch frei? Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt. Ich glaube, wir wünschen uns den gleichen Gegner wie Wolfsburg und Stuttgart. Und es wäre natürlich schön, wenn man natürlich Bayern vielleicht nochmal aus dem Weg gehen kann. Wobei mir, wenn man den Pokal gewinnen will, dann muss man auch Bayern schlagen, egal wann. Aber trotzdem wäre es schön natürlich, wenn wir jetzt auch in ein Heimspiel kommen würden. Das waren 10 Spiele, glaube ich, hintereinander, die wir auswärts gespielt haben. Ich denke, es haben sich alle hier im Verein, vor allem natürlich auch die Fans, glaube ich, jetzt mal verdient.